Recht herzlich willkommen zur 77. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, was machen wir? Das ist die Frage, ne? Letztes Mal so ein bisschen geguckt hier. Ja, der Dingens sagt schon, der Burgunder, der wäre ja ganz interessant. Baden, Brandenburg, Trier und Friesland, die sind dann da. Okay. Skandinavien wäre bei uns, aber... Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ist jetzt nicht so wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, jo, mach ich. Was ist mit den Franzosen eigentlich? Wie sieht das da aus? Den Krieg erklären. Oh, die haben Kongo dabei, Kirchenstaat, Ferrara, Portugal, Münster, Osmanisches Reich. Oh, das ist ein schwieriger Gegner, aber dafür hat man die Österreicher und die Skandinavier dabei. Mhm. Ob wir da aber was reißen können, das ist die nächste Frage, ne? Und einen Anspruch auf die Normandie, ja, hätten wir. Hier fehlt sogar. Spionagenetzwerk aufbauen, bestätigen. Machen wir das doch erstmal wieder, ne? Ja, und gegen die, da hätten wir sogar einen Anspruch. Bringt uns aber irgendwie nicht so viel, ne? Obwohl, Skandinavien und Holland wären dabei, aber Österreich nicht. Warum Österreich nicht? Achso, die sind mit dem Feind verbündet und würden dem sogar helfen. Na, das ist ja ganz doof. Bonjour. Aragon, Aachen und Bretagne wären dabei. Werden wir Österreich und Skandinavien auf unserer Seite. Okay. Okay. Das ist das. Ja, weiß ich nicht, ne? Hört sich auch nicht so vielversprechend an. Dann sind wir schon wieder so weit, dass wir sagen können, jo, bringt alle nichts. Gucken wir mal in unsere Ländereien hier hinten nochmal rein. Oh, das ist bald schon Englisch. Und das dauert dann noch länger. Hier gibt's keine, doch, da ist ein Land. Da auch. Apus. Ja, das ist gleich fertig hier. Du kannst ihn eigentlich schon abberufen, ne? Weil der reißt da sowieso nichts mehr. Wir sind das 965, noch 35. Kommen 115 schon, ne? Also in der nächsten Runde müsste es eigentlich schon so weit sein, oder? Ne, nicht ganz. Ist ja ungefähr 10 pro Monat. Unzufriedenheit geschürt. Okay. Margret, toll. Thronfolge 2, 1, 5, naja. 5 geht ja noch, ne? So, nächste Runde ist es fertig. Naja. Die Frage, wie wir hier weiter vorgehen. Eigentlich müssten wir das nehmen, ne? Das ist jetzt fertig. Ja. Von Bretagne beansprucht. Okay, da dürfen wir nicht hin, oder was? Gehen wir doch mal hin, oder? Okay. Okay. Was
Was ist das jetzt hier? Diese Provinz ist eine. Ach so, okay. Alles klar, dann müssen wir erst den fertig haben, damit wir den bekommen können. Alles klar. Naja, dann werden wir. Kriegen wir auch nicht. Alles klar. Das liegt auch noch daran, weil das da. Oh, dann können wir hier gerade nicht weitermachen. Okay, aber lass den da stehen. Achso, da oben würde es vielleicht gehen, ne? Ja, dann machen wir da oben erst weiter. Weil da müssen wir ja erst weiter, damit wir da weiterkommen können, ne? Ja, ist dann so, ne? Okay, da ist schon Kalifornien, da ist Kastilien. Neuer Papst, schön. So, er ist schon hier oben, glaube ich, ne? Oder wo? Da? Da war's. Gut, dann sind die aber eher da gefragt, wahrscheinlich wie da, weil die ja schon relativ weit, ne? Ja, ist auch egal, wo die langlaufen oder nicht langlaufen, würde ich sagen. Neufundland ist natürlich schon riesengroß geworden jetzt, ne? Muss man sagen, ne? Hier sind unsere Schiffe. Die sind alle fit, ne? Ja. Schicken wir die erstmal dahin. Minus 50 für die Multiplayer macht. Nö, das will ich nicht. Dann machen wir das. Okay, Krieg erklärt. Level da. Okay. Abenaki. Die Abenaki sind wo? Da. Bündnis könnte man anbieten, aber die greifen gerade Florida an, oder wie sehe ich das? Nur das ist ja cool. Beziehungen verbessern machen wir doch da mal, ne? Oder? Das ist doch gut. Weil das ist ja hier ein leichtes Minus. Die Abenaki sind ja nette Nachbarn. Wenn die Florida kaputt machen, dann ist das alles gut. Okay. Ja, Skandinavien ist gerade eher. Kann man nur akzeptieren, ne? Bündnis möchte ich da aber nicht machen. So, da geht's voran. York Factory. Thunder Bay ist hier. Und das ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Okay. Noch mehr Formen langsam. Okay. Soweit haben wir das. Schiffe sind schon im Ärmelkanal, ja. Aber sind wahrscheinlich alt und marode. Das ist jetzt die Frage. Calais war immer schon unseres eigentlich, ne? Nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Sieht's jetzt hier aus? Österreich wäre nicht mehr auf deren Seite. Das ist. Nein, machen wir nicht. Wir haben hier noch eine Forschung zu machen. Unterhalt Armee können wir senken, das ist gut. Defensiv in den, alles prima. Agent wurde entdeckt von Ferrara oder wer das da auch immer war. Was gibt's da? So. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne?
Automenü und halt Armee. Ja komm, das geht trotzdem dann noch. Aber die nächsten werden auch das Schöne sein. Die Zinsen war jetzt egal. Aber wir wollen ja das andere noch haben, ne? Nur Diplomat in Burgund wurde entdeckt, oder wie ist das? Spionieren in Frankreich. Oh. Anspruch fingieren. Da. Okay. Weiter geht's. Läuft, ne? Ja, das ist alles nix hier, ne? Können natürlich in Holland stationieren, ne? Dann sind wir schon rüber, sozusagen. Aber wenn du hier Kleve zum Beispiel hast, die sind im Heiligen Römischen Reich, da hast du gleich wieder einen ganzen Ärger am Hals, ne? Bringt dann auch nichts, ne? Ah, das sind alles vom Heiligen Römischen Reich welche, ne? Und hier auch so. Die Österreicher stehen dann noch hinter. Und hier gehört, glaube ich, auch noch dazu, ne? Okay, da wäre sogar Polen-Litauen noch bei. Konnte das da so? Ne, dann nehmen wir das. Was haben wir hier eigentlich? So, können wir was ausbauen? Nein, das ist ja hier nicht wirklich viel, ne? Sieht das hier aus? Ja, lohnt sich eigentlich das alle ausbauen, ne, oder? Das Geld, ja. Letzte. Das war's. So kräftig am Bauen. Mal da. Absolute Herrschaft. Mal gemacht, ne? Zollwert. Dann haben wir den Zollwert. Republikanische Diktatur, okay. Was haben wir hier? So viel Geld verlieren? Ne, da halten wir Inflation. Da sind die Pelze gekommen, okay. Oh nein, das hatten wir schon. Das läuft sozusagen. Hier haben wir gerade reingeguckt. 553, das ist gut. 21. Philosoph, okay. Was haben wir denn hier für Beratermöglichkeiten? Spionage-Netzwerkaufbau ist jetzt nicht so, was man braucht, ne? Moralarmee, den nehmen wir nochmal dazu. Okay. Können wir noch was bauen? Wieder ein mehr. Natürlich noch reichlich Ländereien da. Okay. Ja, da läuft einiges, ne? Hier drüben. Geht's dann voran? Kolonie beschädigt, okay. Dann haben wir aber die wächst trotzdem noch 150 sogar. Wow. Ist so.
Möbel sind da, auch schon zur Hälfte. Die ist ja dann eher fertig. Gut, läuft erstmal noch. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, was wir hier machen. Irgendwie möchte ich hier nochmal irgendwas anfangen, ne? Calais ist meins eigentlich, ne? Haben wir da eigentlich schon... Ne, haben wir noch nicht. Spionagenetzwerk da aufbauen. Bei den Franzosen haben wir gleich 40. Kardinalminister. Ja. Prestige ist aber wichtig. Da sind wir schlecht gerade drin. Okay, das geht gerade baden. Nein, das geht nicht mehr. Dann ist das durch. Hier können wir gerade noch was bauen. Und wieder erledigt. Britannia ist klar. Aber Naki haben wir erledigt, dann können wir auch den Diplomaten da abziehen. Bringt dann nicht viel, ne? Oh, hier ist eine Revolution in dem eigenen Land. Das wäre natürlich jetzt der Punkt, wo man sagen könnte, juhu, jetzt musst du angreifen. Wie sieht das aus? Ja, Österreich ist dabei. Und das sind die eigenen Nationen, das wäre ja ziemlich egal, aber... Auf der anderen Seite läuft es dann gerade nicht, ne? Okay, dann sind wir aber auch erst wieder soweit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.